Einen wunderschönen guten Tag zusammen, hier ist der Trill und heute geht es wie versprochen weiter mit der Bank Smoke für Overpass. Letzte Woche habe ich euch ja die Smoke für die Treppe hier gezeigt und heute geht es um eine Smoke, die ungefähr healing bleibt. Sinn der Smoke sollte einem sofort klar sein. Auf Overpass ist es ja so, dass die beiden Spots A und B relativ nah beieinander liegen und so die Verschieberwege für die Counter-Terrorists extrem kurz sind. Deswegen ist es besonders auf Overpass wichtig, eben diese Verschieberposition hier abzusmoken, sodass ihr als Terrorist bei einem Argo genug Zeit habt, hier die beiden Spieler auf dem Spot zu holen, die Bombe zu legen und eben ein paar gute Afterplan-Positionen einzunehmen. Wenn diese Smokes nicht liegen, ist es meistens so, dass ihr hier noch mit den Spielern auf dem A-Spot am Fighten seid, während die Spieler vom B-Spot schon relativ früh hier sind, ihr noch mehr Gegner habt, mit denen ihr kämpfen müsst und deswegen ist es sehr empfehlenswert, diese beiden Smokes hier zu werfen. Die Smoke, die ich euch heute zeige, die habe ich vorhin selber gefunden. Da gibt es bestimmt noch 1000 verschiedene andere Varianten, wie man die werfen kann. Ich zeige euch heute die, wie ich die werfe. Die klappt sehr gut. Was ihr dafür einfach machen müsst, ist erstmal hier lang einnehmen. Meistens steht hier einer mit der AWP. Oft aber auch einfach defensiv auf dem Spot. Das wäre der Optimalfall. Ich würde euch empfehlen, hier einmal rüber zu flashen, sodass ihr hier vorbeispringen könnt. Positioniert euch dann mittig vor diese Laterne. Hier kann man sich sehr gut an diesem Knick in der Laterne orientieren. Genau das ist die Mitte. Stellt euch wieder hin, konzentriert euch auf diesen Ball hier vorne, einfach mittig drauf aim, dann mit dem Crosshand Stück über diesen Ball aim, damit eure Smoke nicht vom Ball abprallt und dann ungefähr nochmal die Viertellänge bzw. die Viertelbreite dieses Balls nach rechts mit dem Crosshair. Ganz genau so, Smoke werfen und die bleibt dann genau da liegen. Bei dieser Art Smoke ist es sehr wichtig, dass die Smoke möglichst nah an diesem Müllcontainer hier liegen bleibt, weil wenn die zu weit links liegt, ist das hier eine One-Way-Smoke für den CT, der hier hinter dem Mülleimer stehen könnte. Deswegen, ja, genau so werfen, dass sie eben nah genug am Mülleimer liegen bleibt, dass hier der CT, der hier in der Ecke steht, nichts sehen kann. Da geht die Smoke leider schon weg, aber genau in dem Bereich sollte diese Smoke immer liegen. Nochmal gezeigt, ihr stellt euch von dieser Seite aus vor die Laterne, mittig vor, aimt auf den Ball, Stückchen über den Ball aimen und dann nochmal die Viertelballbreite nach rechts gehen und die Smoke werfen. So, ihr seht, auch die bleibt wieder wunderbar da liegen. Der CT, der hier in der Ecke steht, kann nichts sehen und ihr habt hier sehr gut Bank abgesmoked. Wie gesagt, nochmal kombiniert mit dieser Smoke. Sehr gut hier, um den A-Spot einzunehmen. Ihr müsst nur schauen, dass ihr hier die beiden Spieler auf dem Spot tötet. Könnt hier vorne die Bombe legen und dann hoffentlich schnell genug nach kurz zurückgehen, um hier eben diese sehr gute Afterplan-Position einzunehmen. Gut, dann hoffe ich, die Smoke hat euch gefallen. Das sind die beiden Basic Smokes für den A-Spot auf Overpass hier. Könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr Overpass hin und wieder mal spielt. Die klappen meistens wirklich gut. Ich hoffe, das Smoke-Tutorial hat euch gefallen und geholfen und wir sehen uns nächste Woche. Ciao!